Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Mods. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, was die Leute wahrscheinlich jetzt unter einem anderen Video gepostet haben werden oder so. Diese Folge kommt leider etwas später. Ich habe ein bisschen verplant, das rechtzeitig aufzunehmen. Also wird es wahrscheinlich jetzt schon eher Abend sein, wenn diese Folge online geht. Man verzeihe es mir, ich habe gerade relativ viel zu erledigen und ja, ich hoffe, dass ich es in Zukunft wieder besser hinbekomme. Aber ja, so viel dazu. Wir probieren heute mal ein bisschen was aus. Und zwar, ich will wissen, verbindest du dich mit dem Ofen? Nein, das ist sehr gut. Denn für das, was wir vorhaben, müssen wir hier vielleicht die eine oder andere Pipe anbringen. Und ja, ich habe wieder Leckspitzen auf dem Server. Fragt mich nicht, warum. Ist halt einfach so. Muss man ab und zu mal ein bisschen warten, bis sich eine Tasche öffnet. Ab und zu auch mal ein bisschen länger. Es ist, ach, ja, es ist zum Haare raufen, ich sag's euch. Aber so ist es halt. Ich kann's auch nicht ändern. So, du hängst natürlich komplett falsch. So wollte ich dich da nicht hinsetzen. Und warum du nicht durch den Spiegel durchgefallen bist, wundert mich fast ein bisschen. So, dann hätte ich nämlich gerne die Satellite Logistic Pipe hier und dann noch die da vorne dran. So, jetzt müssen wir das Ganze noch an ein Logistiksystem anbinden, bei dem ich mich frage, ob wir hier unten eins haben. Nein, wir haben hier nur Pneumatikram. Also kann ich hier auch direkt eine Teleport nehmen. Wie machen wir das am dümmsten hier? Toll, ich brauche meinen Wand. Mein Wanda. Wanda. Wanda, komm zu mir. Lass mich ran, da denn sie will, ja. Ja, der soll es tun. Was sollte ich noch mitnehmen? Irgendwas sollte ich noch mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Ja, Teleport-Pipes, genau. Dazu, da müssen wir doch, weiß gar nicht, ob wir die im System haben, weil da müssen wir doch jetzt so komische Sachen für machen, oder? Face Transport Pipe. Nö. Geht sogar. Da müssten sie ja eigentlich im System sein, oder? Oder? Wer weiß, wer weiß. Wir werden es gleich sehen, wenn sich das Interface öffnet. So, Face. Tatsächlich. Dann nehmen wir doch davon zwei mit, gehen zum Crafting-System. Wenn ich mir das so überlege, habe ich fast ein Problem. Eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei. Ah, ist nicht so toll. Ja, ich denke gerade schon wieder einen Schritt weiter, falls ihr euch wundert, was nicht so toll ist. Aber so ist es halt. So, Kollege, du machst Send and Receive und wir gehen auf Frequenz 6? Ja, wieso nicht? 6 ist immer gut, ne? Ach, übrigens, ja, hier, jemand hat mir das erzählt mit hier Wasser anbinden an die Dinger und es funktioniert erstaunlich gut. Ach, muss man mal so sagen. Sieht dann so aus. Bei Mercury funktioniert es leider, leider nicht. Und ich wette, wir haben schon wieder kein Scrap, oder? Ah, doch, wir haben noch Scrap. Gut. Dann zurück, beziehungsweise zurück in die Leere darüber. Kurz hier. Ja, was gibt's sonst so zu erzählen? Wenn wir dann schon warten, dass sich das alles mir wieder fängt. Das ist schon leicht nervig, doch, muss ich mal so sagen. Vielleicht muss ich wieder ein Downgrade auf eine ältere Version machen. So, machen wir erstmal den da weg. Den und den und den und den. Schöne Prinz, dass die Sachen dann wenigstens ihren Weg wieder zu uns finden. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich eigentlich drei Crafting Logistic Pipes anbringen müsste. Und das doch etwas kompliziert hier wird. Zwei habe ich ja dran, aber ich weiß nicht, ob ich hier oben eine draufsetzen kann und die Chest dann noch funktioniert. Gucken wir mal. Na, super. Muss ich mir erst wieder eine machen. Naja, wir probieren es jetzt erstmal aus. Und hier hinten kann ich es mir, glaube ich, sparen, die Klötze wegzumachen.
Gehen wir einfach nach da hinten runter. Oh, Gravitation Engine, du bist so blöd. Das könnten sie mal fixen mit den Dimensionen und Rumteleportiererei und sowas, dass das nicht so richtig funktioniert. Das ist schon ein wenig ungemütlich. Hallo, heute noch? Ah, ne, ist ja wahrscheinlich gerade wieder damit beschäftigt, nicht zu funktionieren. Genau, dann kann ich auch vergessen, meine Tasche aufzumachen. Ha, super. Bin ich nicht klasse schlau. Und ich kann wahrscheinlich auch vergessen, diese Satellit-ID hier einzustellen auf 19. 19 ist gut. 19 ist immer gut. So, machen wir mal so. So. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Dann. Achso, nee, die habe ich ja schon bei mir. Probieren wir das jetzt mal kurz. So, wenn du da oben drauf bist und ich zum Beispiel hergehe und sage, ich würde dich vielleicht so anbinden. Das wäre eine Möglichkeit. Funktionierst du denn dann noch, mein Freund? Das ist die Frage. So, und funktioniert das hier eigentlich so, wie ich es mir vorstelle? Scheint so. Ne, siehst du, das ist nämlich ein bisschen blöd. Das funktioniert dann nämlich nicht mehr wirklich. Muss man mal so sagen. Das ist ja jetzt ein wenig blöd, ne? Weil ich bräuchte schon vier. Drei da dran mindestens. Jetzt mal überlegen. Also, eine Provider und eine Satellite. Ich kann das halt alles nicht in Module packen, das ist das Problem. Und sag mal, hast du mir hier gerade keine vier Chicken Nuggets hergestellt? Das ist aber nicht. Das finde ich jetzt. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist natürlich nicht so geil. War nämlich mal ein bisschen anders gedacht. Und zwar wollte ich. Ja, wir hängen mal die da unten dran, damit das mal eine Verbindung eingeht. Crafting Logistic Pipe, ne? Und dann binden wir dich da noch mit an. So. Das ist hier mal ganz schön falsch. Und dann muss ich jetzt irgendwo eine Teleport Pipe ansetzen. Das könnte ich hier hinten machen. Das müsste da eigentlich gehen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Receive. Und haben wir Strom? Wir haben Strom. Das ist schön. Meine Idee war nämlich zum Beispiel herzugehen und zu sagen, naja, wir nehmen zwei Raw Chicken und müssen mal gucken, wie wir das hier angehen. Na komm, öffne dich, Interface. Ist ja nicht zum Aushalten schon wieder, Zips. Gemütliche 280. Wenn er nämlich gesagt hätten, zwei Chicken ergeben ein Chicken Nugget. Damit könnten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Und das war auch die 19, oder? Ja. Hier mal zum Thema TPS. Jetzt ist wieder alles wunderbar. Zwischendrin läuft halt mal der Speicher voll und geht die Garbage Collection an, ne? Super. Chicken Nuggets, bestellen wir uns mal so viele. Jetzt müsste nämlich eigentlich Raw Chicken seinen Weg hierher finden. Und ist jetzt da auch reingefallen. Und sollte jetzt hier reinfallen. Ich glaube, wir können das 1 zu 1 umstellen, so wie das aussieht. Mindestens. Ja, mindestens 1 zu 1. So. Und so würde das dann funktionieren. Das Problem ist, dass ich hier natürlich einen Overflow bekomme. Und dann wollte ich da eine Provider-Pipe anschließen. Die. Das ist doch eine Möglichkeit. Ich könnte doch einfach nur die Provider-Pipe hinmachen. Genau. Ich lasse die Satellite, die
weg und dann kann ich einfach nur eine Provider hinmachen. Das heißt, der würde dann erstmal die Sachen rausziehen, die noch drin sind. Ah, genau, und dann könnte ich cooked chicken und sowas extrahieren. Genau, das machen wir. Okay, dann brauche ich keine Provider Pipe, sondern nun brauche ich eine MCOR2 mit einem Provider Modul und einem Extractor Modul. Genau. Ich muss unbedingt mal die Crafting Logistic Pipes beibringen. Aber jetzt habe ich gerade keine Lust, das zu machen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, drüber zu eiern und eine zu holen. Nur eine. Das lohnt sich ja nicht. So. Dann gehen wir nämlich mal her und holen uns noch Pork Chops und das da. Schmeißen mal jeweils eins rein. So. Und sagen dann hier, von Mr. Hungry Chest, du darfst die Sachen gerne aufnehmen. Genau, die Sachen nämlich. So, dann sagen wir nämlich hier, Raw Beef in die 19 gibt mindestens mal ein Beef Nugget. Und in die hier unten sagen wir, ein Raw Pork Chop gibt mindestens mal ein Pork Chop Nugget. 19. Gut. So, dann brauchen wir noch die Sachen, die wir uns gerade frisch bestellt haben. Das kann mal weg. Und sagt nämlich dann hier die Chassis Pipe ran mit Provider-Modul rein und Extractor-Modul. Provider-Modul ist normales Inventory, das ist richtig. Und Extractor-Modul ist das falsch. Ich brauche einen Advanced Extractor. Ich muss ja sagen können, was ich rausziehen will. Sonst funktioniert das nicht. Ich will nämlich das rausziehen. Nee, oder? Nee, das hier rausziehen und das rausziehen. Die Sachen brauchen da nicht drin liegen. So, hier haben wir ein paar Nuggets. Die interessieren keinen. So, Advanced Extractor. Das, das, das. Und das. So, jetzt müsste ich da das Zeug zum Beispiel reinschmeißen können und das sollte direkt verschwinden. Genau, so ist das schön. So gefällt mir das. Dann würde ich sagen, geben wir dem Ganzen mal einen Versuch und bestellen mal ein paar Triple Meat Treats. Immer diese Ablenkung. Ach, unglaublich. Bestellen wir uns mal zwei Stacks Triple Meat Stacks. Brr, irgendwas. Triple Meat Treat. Genau, jetzt müsste doch eigentlich. Wir können mal hier die Sachen da reinschmeißen. Wir sehen, jetzt findet jede Menge Fleisch seinen Weg in unseren Ofen. Beziehungsweise hat es schon gefunden. Muss nur noch verarbeitet werden. Und alles Überschüssige wird dann natürlich automatisch extrahiert und recycelt. Dann zwar vielleicht jetzt am Ende noch ein paar Nuggets übrig bleiben. Aber die sind dann sozusagen fürs nächste Mal, wenn jemand irgendwas mit Nuggets bestellt, hier in dem System zur Verfügung. Dank dem Provider-Modul. Und ja, damit passt das Ganze, würde ich sagen. Schauen wir doch mal. Er hat wahrscheinlich stackweise die Sachen oben gerade reingeschmissen, deswegen wird das wahrscheinlich eine Weile dauern. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall mal so weit automatisiert. Hier kommen auch schon die ersten an. Das ist sehr schön. Finde ich grandios. Ich hatte gerade Energy 0 und dann wieder 100. Scheint sich nicht so ganz abzudaten mit dem. Naja, ihr wisst schon, mit dem Laden des Anzugs. Das scheint nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Aber so ist es halt nun mal. Ich hoffe, das Ganze funktioniert auch, wenn man nicht da ist. Vor allem die Hungry Chest. Ansonsten müssten wir da vielleicht eine Obsidian-Pipe oder sowas machen. Aber ich finde, die Hungry Chest passt einfach wunderbar zu dem Ofen.
und repräsentiert es dementsprechend auch am besten. Ja. Schick, schick. Doch, wirklich schick. So. Dann wollen wir uns mal mit was anderem beschäftigen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Das ist alles sehr auslastend für den Server, was ich mir hier noch vorgenommen habe. Sagen, so langsam gehen mir ein bisschen die Ideen aus, was ich noch machen soll. Also falls ihr irgendwelche habt, dann immer her damit. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück zum Crafting-System. Beziehungsweise schauen wir mal kurz über die Bienen, kommen wir da am schnellsten hin. Da habe ich nämlich ein Buch, was mich direkt ohne Umwege in das Warenhaus bringt. Und das ist natürlich auch sehr praktisch. Übrigens hier sind, wie gesagt, Bäume sind weg, nichts Besonderes soweit. Können wir kurz in die Truhen schauen. Ja, ich habe halt hier diesen. Das Einzige, was ich jetzt neu habe, ist dieser Sweet Chestnut Sapling hier. Das war das Einzige, was ich noch hatte. Ansonsten jede Menge Früchte von den Walnüssen, vor allem ein paar Kirschen. Sequoia-Bäume haben sich nicht gekreuzt. Dafür sind sie ein durchaus passabler Holzspender. Und ja, ich müsste mal versuchen, die irgendwie umzusetzen. Ich weiß nicht, ob es geht, ob ich mit Scheren die Blätterblöcke umsetzen kann und es dann auch mit dem Kreuzen noch geht. Vielleicht geht es nur, solange das original gewachsene Blätterblöcke sind. Aber was weiß ich schon. Ich habe die übrigens absichtlich leer gemacht, weil ich gucken will, ob noch Bienen irgendwie reinkommen. Also irgendeine Königin noch nicht sterilisiert worden ist. Übrigens eine sehr schöne Sache. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht ein Video aufnehmen soll. So einen kleinen Bildschirm schone. Einfach mich nur hier hinstellen. Und dann kann man da eine schöne Musik drunter legen. Denn das hat schon so ein bisschen was. Also schon mal erwähnt. Für mich hat das irgendwie so den Style eines der alten Windows XP Bildschirmschoner oder sowas. Und sieht doch eigentlich ganz cool aus. Muss man mal so sagen. Ach ja, wie herrlich. Wunderschön. Okay, genug davon. Ab ins Warenlager. Ins Warehouse. Well, ich sollte es Warehouse 13 nennen. Wobei hier eigentlich keine coolen Sachen sind, sondern nur langweiliger Standardkram. Wie viel sieht's denn mit dem Scrap aus? Naja, 500 haben wir noch. Wie sieht's mit der Yu-Yu-Mather aus? Eins. Ja, siehst du, da stimmt irgendwas nicht. Mit Yu-Yu-Mather stimmt irgendwas komplett nicht. Da ist irgendwas komplett faul, aber ich habe keine Ahnung was. Weil, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Oh toll, der Ofen produziert noch fleißig. Vor sich hin, ne? Na, wir haben auch noch jede Menge Zucker. Na klar. Na, hier sind zwar zwei Stacks Triple Meat Treat. Können wir mal hier unterbringen. Falls er sich irgendjemand mal gönnen will. Ja, das ist wirklich unlogisch. Ich meine, das würde erscheinen, dass irgendwas automatisch was produziert, was man da draus braucht. Das Lustige ist, dass wir nur Redstone, was wir hier im Genüge haben, und Glowstone aus Yu-Yu-Mather momentan herstellen lassen. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, Glowstone haben wir auch noch genug. Auch wenn ich gerade nicht genau weiß, wo Glowstone ist, nämlich als Blockform aufbewahrt. So viel weiß ich. Durch diese Reihen hier zu rennen und das zu suchen ist. Vielleicht ist Glowstone leer. Wobei ich mich echt frage, wofür wir Glowstone brauchen. Mal kurz da reinschauen. Na, ihr seht, 84 Glowstone haben wir noch. Also, irgendwas anderes verbraucht hier Yu-Yu-Mather. Auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ich meine, man könnte überlegen, ob das das Liquid Yu-Yu-Mather ist, aber. Apropos Liquid Yu-Yu-Mather, wo ist es denn? Es ist leer. Ist irgendjemand irgendwohin abgepumpt? Na, das würde tendenziell erklären, wo das Yu-Yu-Mather hin ist. Was haben wir denn hier unten bei den Kapseln? Okay, das ist ein bisschen seltsam. Ach nee, das ist Milch. Tut mir leid, das ist natürlich alles vollkommen richtig. Vollkommen richtig ist die Milch. Die Milch ist richtig. Das hier vorne allerdings ist irgendwie ganz schön falsch. Ich meine. Wä? Ah, jetzt? Okay, das geht in den Tank rein und dann? Wer nutzt denn das? Irgendjemand zapft mein Yu-Yu-Mather an. Machen wir mal umgekehrt. Machen wir so rum.
Na komm, dreh dich. Nicht rumlecken. Hallo, Kollege. Ja, jetzt. Kann es sein, dass sich da jemand ein System mit Liquid Yo-Yo Mather gebaut hat und meint, es wäre ganz lustig? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall verschwindet mein Yo-Yo Mather ins Nirvana. Das ist wiederum auch eine Sache, die ich jetzt nicht so persönlich so geil finde. Das erklärt auch, warum wir nur eins im System haben. Komische Sache. Das ist ja doch leicht erstaunlich. Gut, dann gehen wir mal nach unten. So. An die Truhe hier. Tauen da mal ein bisschen Yo-Yo Mather rein. Also, ihr habt ja gesehen, dass der Tank komplett voll war. Dementsprechend ist es nicht übertrieben, wenn ich mir jetzt hier ein bisschen was herhole. Denn da passen mehr als ein paar tausend Einheiten rein. Und wir hatten auch schon mehrere Stacks noch hier in den Truhen. Dementsprechend, ich bin gerade etwas verwirrt, ehrlich gesagt, wo die Yo-Yo Mather hingeht. Aber jetzt haben wir erstmal den Tank hier abgedreht. Das sollte auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass wir hier auf jeden Fall mal keinen Verlust mehr haben und sich das mal wieder ansammelt. Und dann muss ich mal fragen bei den Kollegen, die sich hier so auf dem Server rumtreiben, ob jemand von denen so lustig war, sich hier Liquid Yo-Yo Mather zu bestellen. Das wäre ja nicht so die feine englische Art. So, machen wir erstmal den Regen aus. Oh toll, ich habe ihn gebeten, Kapseln nachzulegen, aber das ist wohl nicht so seine Stärke. Charge. Komm, dann bestellen wir uns halt einen Stack, was soll's. Was willst denn du von mir? Geh weg. 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 Okay, es wird jetzt echt mal Zeit, sich um euch zu kümmern. Ihr geht mir langsam gewaltig auf die Nerven, Kollegen. Also, jetzt machen wir erstmal Regen aus. Warte so mal kurz, die Dame. Oh, das dauert erstaunlich lange für so eine blöde Charge. Naja, hier jetzt haben wir es. Zack, Regen aus. Und dann, ja, würde ich mal sagen, wird's Zeit, uns mal der Monster zu erledigen. Und dazu brauchen wir, wie wir schon mal aufgebaut haben, einen Extractor, einen Capacitator, eine Defense Station, einen Projector und auch wenn wir schon dabei sind, holen wir uns auch noch eine Security Station. Was Kohle fehlt? Missing Coal? Willst du mich veräppeln? Kohle? Warum habe ich keine Kohle mehr? Tatsache. Es wäre natürlich möglich, dass ich irgendwie Kohle herstelle aus Yo-Yo Mather, ne? Auch wenn ich mich frage, wofür Kohle drauf geht. Was zum Kuckuck ist denn hier los? Ich sag's euch. Aha. Silicon Bulls, Coal Dust ist klar. Coal Dust wäre das, was ich erwarten würde. Coal Coke würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Na gut, wir haben hier noch alles Mögliche an Crafting, aber. Coal Dust. Also, es lässt jemand Gunpowder draus herstellen. Seltsam, seltsam, seltsam. Stahl, ja klar, aber. Was soll denn das? Okay, jetzt muss ich mal einen Blick hier reinwerfen. Ich raff hier gerade echt nicht durch, was hier gerade abgeht. Wo mein ganzer. Sugar, Cable. Na gut, was anderes hat sie aber nicht. Haben wir Coal aus Crafting? Craft. Tatsächlich. Nee, nur Charcoal. Ja, Charcoal ist ja auch vollkommen in Ordnung. Normale Kohle haben wir nicht zum Craften. Das kann übrigens auch ein Problem sein, warum das System so laggt, wenn ich.
Ja, ah, warte mal, vielleicht hat einer von denen, ist einer von denen auf die Idee gekommen, seine Öfen mit Kohle zu betreiben und zieht jetzt hier mir gemütlich die Ressourcen aus den Taschen. Das fände ich natürlich persönlich nicht so geil. Aber das bedeutet, wir gucken mal, was mit der Kohle passiert, wenn wir denn dem jetzt dem System da ein bisschen Kohle zuführen. Ob die sich hier irgendwie über die... Weißt du, dass ich selbst dafür verantwortlich sein könnte, theoretisch? Wenn ich mir das so recht überlege. Gucken wir mal, ob da irgendwo jetzt Kohle langeiert. Da irgendwo was langeiert gleich. Ich meine, da ist die Teleport-Pipe, dementsprechend dürfte es dann recht fix gehen. Aha, da kam Kohle an. Woher kam das jetzt? Irgendwas der Truhe, ha? Da kommt irgendwas an. Aber ansonsten. Hä? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Bin ich das? Wird mir hier Kohle zugeführt? Sieht fast so aus. Ich hab da so eine Befürchtung. Ich hab da sowas Kohlevernichtendes im Keller stehen, falls ihr euch erinnert. Ich hab zwar die Engines ausgemacht. Ach, tatsächlich. Blöder Sack. Nein, nein. Nein, nein, nein. Böser Junge. Nichts bestellen. So, kann man meinen Zauberstab wieder ablegen, wenn ich schon hier bin. So ein Rotz aber auch. Ah, der hat mir meine ganze Kohle verbrannt. Es erklärt allerdings immer noch nicht, wo dieses Yu-Gi-Oh! Mother hin ist. Um das mal so nebenbei zu erwähnen. Partikelfaktor. Schick. So. Okay, also. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal das Rätsel der Kohle damit geklärt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen was. So, dann wollen wir nochmal bestellen. Was hatten wir denn? Haben wir irgendwas bekommen von den Sachen, die wir bestellt haben? Die Charges haben wir bekommen, ansonsten gar nichts. Okay. Also, ein Capacitator. Ja, hat funktioniert. Eine Defense Station. Das auch. Ein Extractor. Vier Tree Taps. Okay. Ein MFS Projector, okay. Security Station, Converter brauche ich nicht. Security Storage brauche ich erstmal nicht. Control System eigentlich auch nicht. Was ich brauche, sind noch ein paar Karten. So 6, 7, 8. 8 Stück ist okay. Was für ein Upgrade holen wir uns denn? Projector Module, Tube, Wall, Containment. Force Field Jammer. Nee. Das hier können wir brauchen. MFS Projector Upgrade. Defense. NPC Defense. Das können wir uns bestellen. Und dann haben wir noch Deflektor. Cube. Fear. Fear klingt doch gut. Kapazität. Range. Field Manipulator. Sponge. Touch Damage. Ne, das brauchen wir alles nicht. Ich noch so ein Tool? Ah, ne, habe ich keins mehr. Ist ja letztens kaputt gegangen, als sich meine Truhe entleert hat. Und dann brauchen wir noch ein paar Distance und Strength Upgrades, würde ich sagen. Von beiden mal 32. So, das heißt, ein Tree Tap, brauchst du. Vier Tree Taps. Na, was da wieder los ist? Warum kann ich keine Tree Taps herstellen? Habe ich sie im Rezeptbuch? Ja, habe ich. Aber wahrscheinlich die falschen. Das bedeutet für mich Tree Taps suchen gehen. Lululula. Da. Tree Tap. Open. Okay. Import. Minus 1. Ja, das ist mal schlau, das so zu machen, ne? Kollege. Okay. Stellen wir uns mal ein Tree Tap. Mal 4.
Und was war das, was ich brauchte? Den Extractor. Der wird wahrscheinlich das Problem sein, oder? MFSS Extractor. Missing 4 Tree Tops. Genau. Und wo haben wir den? Der müsste Converter, Defense. Herr Kollege, hast du den nicht hier eingelernt? Hast du den auf der anderen Seite eingelernt, oder? Was ist da? Empty? Empty ist empty. Na, empty ist gut. Projector, Security, Converter, Defense, MFS Compact Storage. Ah, hier haben wir den Extractor. Ach so, ich brauche den normalen Extractor. Der macht mir Probleme. Na super. Wo ist der? Wo haben wir die Stellenkollege? Da. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr Probleme macht. Weg, 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 weg. So, jetzt holen wir die aus der Dungeon. Mit dem minus 1 drauf. Und gehen dahin. Und öffnen das Crafting Interface, wenn es denn dann mal passieren würde. Toll, wo sind jetzt die hergekommen? Habe ich die nicht da gerade rausgenommen? Das ist ja durchaus interessant. Steuerung W. Nee, geht nicht. Extractor. Ach, guck mal. Warum ist denn der da zweimal drin? Das ist ja leicht dämlich, ne? Das mal so anmerken darf. Das würde theoretisch auch erklären, warum ich da ein paar Mal die Treetops jetzt drin habe. So, machen wir die alten Treetops weg. Das Ding da kann ruhig starten, ey. So, jetzt probieren wir das nochmal. Extractor. Ei, wunderbar. Und so eine Kompakt-Forsythium-Cell bestellen wir uns auch noch. Und dann brauchen wir ein bisschen Fortgum. Wie viel von dem komischen Erz haben wir denn? Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit M. Monazit-Erz. Ah, da haben wir eine ganze Menge. Also das heißt, Forsicum können wir uns tatsächlich dann mal 1000 bestellen. Das ist also gar kein Problem. Jetzt holen wir erstmal die Sachen da raus, die wir zum Bauen brauchen, und machen uns wieder zurück auf den Weg zum Warenlager. Das Warenlager, das Gute da. Also noch Strom anbinden, aber Strom haben wir hier eigentlich mehr als genug im Bodde. Und dann ist die Frage, wo bauen wir es denn auf? Bauen wir es da oben drin auf oder da unten drin? Ich glaube, es gab ein Upgrade, dass das bis zum Boden runtergeht, oder? Ich mich nicht täusche bei der Sphere. Ich habe da mal sowas gesehen, denke ich. Dachte ich, vielleicht unter gewissen möglichen Umständen. Das heißt, so mittig wären wir irgendwo hier, so in dem Bereich. Das heißt, wenn wir das hier hinstellen, so grob die Mitte. So, hier. Hier wäre dann das Ding. Da müssen wir da den Projektor hinstellen. Zack. Okay, dann den. Warte mal, was haben wir denn jetzt noch? Den Extractor haben wir noch. Wir haben den Capacitator, den brauchen wir natürlich auch. Den stellen wir direkt nebendran. Das ist nämlich der Kollege, der keinen Saft bekommt. Sondern der Extractor ist der, der Saft braucht, wenn er denn dann mal ankommen würde. Da haben wir einen. Der kommt hier hin. Hi, wunderbar. Saft. We've got power! So, dann bestelle ich mir jetzt doch mal 1000 Forsicum. Forsicum. Das ist so schön. So viel brauche ich nicht. So. 1000. Ach, jetzt haben die Macerator ein bisschen was zu tun. So, hier können wir mal das Vier-Ding reinpacken. Und Stärke und sowas können wir auch schon mal reinlegen. Jetzt müssen wir nur noch die Linkhards herstellen, ne? Capacitator, hallo? Was ist hier passiert? Wo ist der hin? Finde ich jetzt nicht so geil. Hab ich dich da nicht gerade eben hingestellt? Nö, irgendwie wohl nicht. Ich hab dich nämlich in der Dungeon.
Sehr interessant. Also gut. Der Capacitator ist gelinkt. Jetzt linken wir noch den Projektor. Und wir können dann unser Tool aufladen, sobald wir genug Forcicum haben. Ja, ihr Viecher, ihr seid bald alle weg. Könnt ihr noch so dumm gucken, wie ihr wollt. Okay, gut, das wollte ich nicht. Dementsprechend machen wir mal hier wieder auf Recipe Mode zurückstellen. Ich will die Sachen hier rausklicken. So, wie war das? Ich muss dich jetzt einfach anschalten, gell? Rechtsklick. Genau. Und jetzt saugst du hier gemütlich das ganze Forcicum auf. Das ist das, was ich wollte. Schick, ne? Muss man immer wieder sagen. Nicht darauf geachtet, wie viele Stacks das jetzt eigentlich waren. Aber er scheint fertig zu sein. Das ist ja schon mal sehr praktisch. So, warte mal, du kannst da mal in der Zwischenzeit weitersaugen, dann kann ich in der Zwischenzeit weitere Link-Cards erstellen. Slot is not empty. Habe ich dir schon eine verpasst? Ah, das ist ja super. Du hast auch schon eine. Gucke mal an. Ist ja faszinierend. So, Kollege, mach mal fertig. Komm, die letzten kriegst du auch noch rein. So, jetzt müsstest du doch eigentlich schon. Ach so, nee, jetzt muss ich dich erst anschalten, ne? Dazu brauche ich mein Tool. Und dich muss ich erstmal irgendwo laden. Wo muss ich dich denn nochmal laden? Da drin? Oh, komm schon. Hier? Nee, da? Nee. Nee, das war in einem anderen Ding. Aber ich schätze mal, ohne Saft kann ich dich nicht umschalten, oder? Not enough power, please charge. Ja, super. Dann eben über einen Hebel. Jetzt muss ich mir doch tatsächlich noch einen Hebel holen. Ich kann mir ja mal einen Hebel schnorren hier. Nur mal ganz kurz, bis da ein bisschen Saft drin ist. So. Zack. Jetzt lädt er das Ding und dann lädt er hoffentlich mein Tool und dann kann ich das wieder wegbauen. Na ja, schä, ne? Genug Forcicum haben wir ja erstmal für eine Weile. Strom haben wir. Warehouse Extractor. Genau. So, warte mal, Kollege, dich kann man wieder zurückbringen. Gib Power! Gib mir mein Tool. Naja, egal. Wir haben die Zeit erreicht und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter, die ganzen Mistviecher hier loszuwerden. Bis dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und sorry nochmal für die Verspätung. Ich werde mich jetzt gleich hinsetzen, das zu kodieren und hochzuladen. Bis dann, wie immer. Tschüss.